Muss man wissen, ne? Von wegen. Unser Vortrag heißt Trolling on Epic Proportions through the introduction of Meta-Levels to enhance the victim's trolling experience. Ich hoffe, ihr habt den Titel alle verstanden. Sonst hättet ihr uns was voraus. Im Prinzip wollen wir erstmal ein bisschen hier über Definitionen sprechen, die Terminologie. Ihr werdet irgendwie vielleicht heute schon mal festgestellt haben, dass es meistens negativ ist, belastet ist das Wort. Wir werden dann ein paar Beispiele aus der Vergangenheit bringen, Design-Patterns anhand der Beispiele erklären. Wir werden vielleicht noch was dazu sagen, wie man nicht getrollt wird. Mal gucken, wie die Zeit reicht. Eine Conclusion bringen und dann gibt's noch Ponys. Über uns, ja. Ja, das war einer der Slides, die nicht mehr gereicht haben mit den User Stories im Scrum. Wir haben auch keine bekommen, also da müsst ihr euch mal an die eigene Nase fassen. Ja, erklären Sie das bitte mal. Also die Wikipedia sagt ja zum Trollen eigentlich nur Schlechtes. Also ich muss auch sagen, der Herr Bauer legt Wert darauf, dass da preponderantly verwendet wurde. Ja. Eines der über 100 verschiedenen Definitionen für, was war das? Überwiegend. Überwiegend. Aber wir haben uns überlegt, was könnte denn da auch was Gutes sein am Trollen? Und üblicherweise heißt die Antwort nein. Aber ja. Weil, wenn alle Beteiligten damit cool sind, dann kann man da ja irgendwie drüber wechseln. Und man muss da Spaß dran haben. Den kennen mittlerweile wahrscheinlich schon alle. Wenn nicht, dann könnt ihr mal versuchen. Das. Also ihr könnt gerne vorkommen, wenn ihr ein S3 habt und das mal abscannen. Gibt es Leute, die ein S3 haben hier? Also es geht mit jedem Handy, aber mit einem S3 ist es viel besser. Oh, hervorragend. Nicht? Nee. Boah. Damn it. Ja, das ist gecheatet. Ja, aber haben alle ihr Bild? Nicht? Gut. Wir haben da einige Techniken entwickelt für Counter-Trolling. Weil wenn man schon kaputt getrollt wurde, dann hassen einen schon alle. Also wenn man jemanden kaputt getrollt hat. Und denjenigen kann man dann super trollen. Man muss sich selber nicht so ernst nehmen und anyway. Ja, und wenn man es gar nicht aushält, dann ist natürlich auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, 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 ich will nicht, dass ihr mich trollt, weil ihr so böse seid. Und dann sagen halt alle, haha, du Spielverderber. Aber das ist für manche ja auch wichtig. Ja, versetzen wir uns mal ganz kurz zurück in, ich glaube, es war, was, Juni oder Juli? Das müsstest du doch eigentlich wissen, oder? Ja. Ja. Es gab da ja diese GPN, dann gab es noch eine GPN und noch eine GPN. Ja, also es gibt Leute, die behaupten, es wäre die Gulasch-Programmiernacht. Ja, es gibt andere Leute, die behaupten, es wäre die Knoblauch-Programmiernacht. Und es gibt Leute, die wissen es, was es ist. Das ist nämlich die Zwiebel-Programmiernacht. Da bitte einmal kurz aufstehen. Unsere Freiburg-Posse, die todesmutig zu zweit auf einem Motorrad mit 5 Kilo Zwiebeln und 5 Kilo Fleisch in diesen Stuttgarter Hackerspace gefahren ist. Das muss man wissen. Muss man wissen. Und wir hatten tatsächlich auch das bessere Gulasch. Es war auch kein Knoblauch drin, aber es war trotzdem sehr geil, weil es waren 5 Kilo Zwiebeln auf 5 Kilo Fleisch. Das war deliziös. Ja. Wir hatten da noch 5 Liter Lambrusco, die uns die Lieferdienste immer da lassen, um uns zu trollen. Pro Woche. Und die haben wir da drin verbaut. Währenddessen hat Ma und Dave natürlich auch noch Minimum 2 oder 3 Flaschen davon getrunken. Es war ein sehr lustiger Abend. Ich muss anmerken, dass ich als dieser Gulasch fertig war, so betrunken war, dass ich dieses Rezept, was ich mir ausgedacht hatte, wäre ich so am Anfang schon so betrunken gewesen, dann wäre es aber nicht. Da ist so ein Herr in der 5. Reihe, der redet wirres Zeug. Also, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, das mit der Knoblauchprogrammiernacht, das war nichts, aber Zwiebel war gut. Ja, Zwiebel war super gut, kommen wir später noch dazu. Dann gibt's dann noch, wir haben jetzt mal verschiedene Beispiele rausgesucht. Ganz treffend zur Lokation hier, das Projekt RZL-Flagge.
Ein großartiges Projekt. Ein großartiges Projekt. Also, wir gehen nachher auch nochmal auf die Elemente dieser wunderschönen Dia-Show ein. Und beleuchten die einzelnen Aspekte, die diesen Troll auf die Epicness gehoben haben, die er denn war. Das ist übrigens der Mannheimer Hauptbahnhof bei der Durchfahrt mit einem ICE. Ihr kennt das vielleicht. Dann wurde uns sowas noch zugespielt. Und sowas. Das war dann wieder in Stuttgart auf der GalaCon. Wir wissen bis heute nicht, wer in diesem Kostüm steckt. Wir vermuten, es war Unicorn. Ah, nee, halt, es ist nicht fett genug. Ja, es gibt da natürlich noch ein großes Problem mit guten Trollaktionen. Es gibt Leute, die dachten, oh, das hat mit denen super gut funktioniert, wir machen das mal nach. Ja, also ja. Man kann sich vielleicht denken, das ist ein zweites Mal zu machen und es dann noch so ein bisschen zu verkacken, funktioniert nicht so gut. Wir bieten aber Trollkurse an, wenn man an coaching@checkspace.de schreibt und vom CCC Ossendorf ist, dann kann man sich für einen kostenlosen Trollkurs anmelden. Oh, das ist exzellent. Können wir mal bitte Gläser haben? Die Speaker beantragen Gläser. Das riecht nicht nach Ballantines. Das ist Hustensaft. Skeptical Hippo ist skeptical. Ja. Also wir würden jetzt auch weiterhin oder halt ab jetzt Trollkurse für freundliches Trollen anbieten. Die Anfrage gilt nicht nur explizit dem CCC Ossendorf. Ja. Aber wir glauben halt, dass die es nötig haben. Ja. Dann gab's ja da diesen Event der ersten internationalen Trollcon. Also die zweite haben wir jetzt ja. Oh. Korrekt. Ja. Nämlich auf der ersten internationalen Trollcon. Wir hatten Julian Assange als Speaker und in unserem vierten Optionsraum war eine Dependance der ecuadorianischen Botschaft. Ja. Für unsere Keynote. Ich weiß nicht, wer hatte hier die Keynote? Egal. Wir hatten den Herrn Bronson, der hat aus Machiavellis Der Homo-Fürst gelesen. Und der Trollcon-Twitter-Account hat natürlich mitgespielt. Also wer ganz genau hinsieht, wird merken. Hier auch. Also, wer will? Diese tollen rosa Bändchen. Also. Aber ja, rosa Bändchen. Dann hatten wir da noch sowas. Ihr werdet es kaum glauben, ich habe Post bekommen. Das war vor ungefähr einer Woche. Ist denn der Herr Reismann anwesend? Schade. Ihr wisst alles, wer Herr Reismann ist. Oh. Oh. Ah, das ist gut. Jetzt ist nur die Frage, was ist da drin? Wir wissen nicht, was da drin ist. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Ich hoffe, ihr habt Trinkgeld gegeben. Also das hier stinkt nach Uso. Ja, komm. Bittermandel kann nach hinten losgehen. Schmeckt gar nicht mal so gut. Es ist Wasser. Ja, ich habe mich angesaugt. Ja. Also ich konnte mich da natürlich nicht zurückhalten, hat zurückgeschrieben. Weil wenn dich schon mal jemand von Spiegel Online anschreibt. Das muss man wahrnehmen. Ja. Also, er hat es tatsächlich ernst gemeint. Er hat aber nicht ganz verstanden, was wir machen. Also, wir haben uns echt lang überlegt, was für eine Scheiße wir ihnen füttern können, die dann auf Spiegel online gestellt wird. Ja, aber wer fragt Trolle? Also haben wir uns ganz hart überlegt, ganz hart, was wir dem füttern können. Und dann, anyway, nächster Punkt.
Wir haben ja schon angekündigt, das waren jetzt nur ein paar Beispiele und wir werden noch auf ein paar Design-Patterns von gut überlegten und nett gemeinten Trolls eingehen. Und das erste davon ist das Return of Invest Pattern, ROI. Hat vielleicht schon mal jemand die Abkürzung gehört. Man sollte natürlich immer gucken, dass man möglichst wenig für den Troll tun muss und trotzdem ein möglichst gutes Ergebnis kriegt. Das ist ganz besonders leicht, wenn das Ziel des Trolls schon negatives Karma hat. Weil, wie zum Beispiel das Raumzeitlabor nach der Gulasch-Programmiernacht. Das kann dann quasi gar nicht mehr schiefgehen. Das zweite wäre das Simplicity-Pattern. Und da muss man sagen, ja, ein elaborierter, komplexer Troll ist viel, viel besser. Im Beispiel vom RZL-Flagge-Projekt haben wir einen Scapegoat. Ah, fuck. Ein Sündenbock. Ein Sündenbock, ja. Wir hatten zwei Fluchtfahrzeuge. Wir hatten einen Supervisor bei dem Team, das die Flagge tatsächlich dann geklaut hat. Wir haben die Flagge auf eine Weltreise geschickt nach dem Claim of Responsibility. Und es gab ein Bekennerschreiben. Ah. Ja. Da war was. Und also, versetzt euch nochmal zurück. Wer war auf der GPN? Also der ersten? Sehr schön. Da hingen ja multiple an verschiedenen Orten RZL-Flaggen rum. Unter anderem auch eine oben am Geländer und eine an der Treppe. Wir haben uns ja die am Geländer oben ausgesucht. Die war da so schön ein bisschen abgelegen. Und wir haben uns ausgesucht, die an der Treppe hing, als Ablenkung. Da wollten wir Momo hinschicken. Der sollte super deutlich dahin gehen, die abschneiden. Und wenn alle ihn prügeln, klauen wir die andere. Dafür, ja, das, also da zähle ich gleich noch mehr zu. Der Plan war so, dass während Momo geschlagen wird, geht ein anderer oben hin, knipst die Flagge ab, faltet sie zusammen, läuft vor an die andere Treppe, lässt dort die Flagge fallen, dort wird sie unauffällig gefangen, jemand läuft raus zu Getaway Car 1, dort wird dann mit quietschenden Reifen Richtung Stuttgart aufgebrochen und niemand hat gesehen, was passiert ist. Aber dann gab es ja EOF. EOF hatte auch eine Flagge und die haben gedacht, ja, die müssen die jetzt über die Raumzeitlaborflagge hängen, an der Treppe. Dort hat das Ganze etwas vereinfacht. Wir haben nämlich einfach hinter der EOF-Flagge die Raumzeitlaborflagge abgehängt und niemand hat es gemerkt. Also ja, fast niemand, denn wir haben Momo beauftragt. Ich weiß nicht, ob ihr Momo kennt, aber weil es Momo war, haben wir TTB da hinten als Supervisor mit dazugegeben. Momo wusste davon natürlich nichts. Und im Prinzip war es TTBs Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Momo es nicht gleich twittert. Ja, das hat auch fast funktioniert. Weil Momo hat die abgehängt, das war schon etwas überdeutlich, da muss er geklopft werden. Und dann lief er raus, war kaum aus der Türe, hält er die Flagge hoch, ich hab sie! Und alle so, ja. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Was auch wichtig ist, ist das Damage Control Pattern. Man muss wissen, wann es aufhört, lustig zu sein. Und in dem Fall vom RZL-Flagge-Projekt war einfach das Zeichen für, es ist wohl nicht so lustig mehr, als trotz mehrfacher Ankündigungen einfach die Getrollten monatelang nicht richtig drauf reagiert haben, was wir irgendwie nicht verstanden haben. Wir warten heute noch auf unsere 100, was war's? Mate, weil 100 Milliarden Euro bitte. Und ein Urlaub in Spanien. Ja. Oder die 10 Liter Matewein. Genau. Also uns wurde dann hinterher die Information zugespielt, dass es mit dem 10 Liter Matewein super harmlos, das Geld auch kein Problem, aber die 5 RZL in einem Scheck-Logo bestickten Labcode. Wir sollten die Flagge behalten, wurde uns gesagt. Nee, ich erinnere mich da nicht dran. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Alt. Tabi ist alt. Nein, nicht weise, alt. Ja, dann gibt's da eben noch Timing und Projektplanung. Also, wie gerade schon elaboriert, es sollte niemand hinschauen, wenn man was tut.
Oder es sollten alle hingucken. Das ist nämlich noch besser. Und wenn alle hingucken, sollten sie auf euren Fall Guy schauen. Momo. Ja, und ganz wichtig, also ihr habt ja probiert an unserer letzten Party die Flagge zurückzuerobern. Ihr solltet es vielleicht tun, bevor wir sie schon zweimal zurückgegeben haben. Das wäre cool. Ja, cool. Oh, ganz wichtig, ihr solltet es auch tun, wenn irgendjemand da ist, den es interessiert. Ja. Dann hatten wir natürlich noch das Confidentiality-Pattern, weil guter Fnord funktioniert auch nur, wenn es eine bestimmte Zeit lang geheim gehalten wird. Das haben wir aber eigentlich schon mal erklärt, insofern weiter. Ja, weil die RZL-Flagge hat ja auch eine Zeit lang getwittert. Damals habe ich Werte draufgelegt, in Großbuchstaben und mit Umlauten zu twittern und Leute haben nicht rausgefunden, dass ich es bin. Das wurde jeder vermutet, nicht ich. Das Deniability-Pattern, das hatten wir dann auch schon. Also im Zweifelsfall, wenn man irgendwas klaut, es muss immer jemand anders gewesen sein als du selbst. Ja, wichtig. Dann Twitter hatten wir auch schon kurz erwähnt. Also man braucht Social Media für den großen Return of Investment. Und das muss man natürlich auch deniable aufziehen. Und ohne was folgende Troll-Aktionen nicht funktioniert hätten, ist das Pony on the Inside-Pattern. Es ist einfach immer ganz wichtig, Informationen über die andere Seite zu haben. Man muss die Interna kennen, man muss die Struktur kennen. Da gehört knallharte Recherchearbeit dazu. Das ist kein Spaß. Ja, und ja, also Pony on the Inside hat uns geflüstert. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, wer es sein könnte. Es war nicht Mutzi. Das ist stumm. Aber von euch sind Leute auf unserer verschlossenen Mailingliste und was wisst ihr über uns? Nichts war von Interesse. Ja, also das Ganze muss dann natürlich auch personalisiert sein. Also personalisierter, also eine Flagge geht auch nicht. Und dann zu dem nächsten Pattern muss ja Dr. Bauer etwas weiter ausholen. Das ist das sogenannte ACID-Pattern. Das ACID, das kennen vielleicht schon einige. Das ist sehr wichtig für transaktionales Trollen in mehreren Threads. Also man kann sich hier die unterstrichenen Sachen durchlesen, wenn der Herr Jehle mal aus dem Licht geht. Und dann kann man sich sicherlich auch gleich denken, was es bedeuten soll. Und die Verknüpfung zum und hier kann man auch die Verknüpfung zum Titel des Talks eigentlich dann ziehen. Hier kann man die Verknüpfung zum Titel des Talks ziehen. Ja, also laut Inhaltsverzeichnis kommt jetzt eigentlich als nächstes die Conclusio. Nein, wie man nicht getrollt wird, aber wie das schon ein bisschen angekündigt wurde, lassen wir das jetzt mal aus Zeitnot. Also wurde ja schon alles verschoben. Wir holen das jetzt auf. Ja, und deswegen... wir haben da natürlich noch Ponys versprochen. Also das Complimentary Pony wurde ja schon geliefert. Also nicht das Pony, der Changeling. Und damit ist dann auch unser Vortrag zu Ende. Habt ihr keine Fragen? Das wäre nämlich ganz gut. Ja? Gibt es noch andere keine Fragen? Hervorragend, das Publikum hat keine Fragen. Ja, das ist blöd. Kannst du das bitte nochmal versuchen? Wir sind dann fertig. Wollt ihr jetzt nochmal das YouTube-Video vom Pirat sehen?